Güterzügen bis vormittags ist nun im Schülerverkehr wieder eine Zugkreuzung in Lenzkirch angesagt. Dieses Mal ist aufgrund einer Verspätung des lokbespannten Zuges der Triebwagen schon vorab eingetroffen. Er fährt zum Bahnsteig, kommt wieder zurück und passiert hier den Personenzug, der gerade erst eingelaufen ist, aber warten muss, bis der Triebwagen den Bahnhof verlassen hat. Thank you.
Nach der Zugkreuzung ist auch noch ein einzelner Triebwagenzug dreiteilig durch den Bahnhof gerauscht, natürlich unter Wechsel der Fahrtrichtung. Mit diesem Zug wird der Schülerverkehr sein Ende finden und der nächste Güterzug, der kommen wird, ist eine Übergabe aus dem Westen, kein durchgehender Zug nach Osten, sondern nur eine Übergabe, die den Gleisanschluss bedient und wieder zurückfährt. VN100 mit ihrem Übergabegüterzug drückt zunächst die beiden Kesselwagen und den Kleincontainerwagen in den Gleisanschluss an der Weststrecke. Zurück holt sie den bereits entladenen Kleincontainerwagen von heute Morgen. Nun kann sie ihren Zug zurück nach Hause fertig machen. Dazu muss sie vom Güterschuppen den Stückgutwagen nach Westen und vom Ladegleis den Schüttgutwagen mitnehmen. Natürlich muss auch bei der Rückreise der Güterzug geordnet sein. Vorne läuft der Packwagen, anschließend der Stückgutwagen und dahinter die Wagenladung.